Samstagnachmittag und ich hab nicht viel zu tun. Ich sitz schon seit 3 Stunden vor dem Fernseher rum. Doch egal auf welchen Sender ich schalte, es kommt überall nur Dschungelcamp oder Tausch mit mir die Alte. Es kommt nur Müll. Es kommt nur Müll. Müll. Den lieben langen Tag, es kommt nur Müll. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Langsam hab ich echt genug. Ein Quotenkiller jagt den anderen wie ein Düsenjet im Sturzflug. Und gute Serien werden abgesetzt oder schaffen's nicht mal übers Meer. Und dann kommt auch noch die GEZ daher. Wacht schon auf, schaltet ab, legt die Fernbedienung weg. Kommt endlich raus aus eurem Trotz. Merkt ihr denn nicht, es kommt ihr nur Dreck? Wacht schon auf, schaltet ab, legt die Fernbedienung weg. Kommt endlich raus aus eurem Trotz. Merkt ihr denn nicht, es läuft ihr nur Dreck? Es kommt nur Müll. Es kommt nur Müll. Müll. Den lieben langen Tag, es kommt nur Müll. Anschaut. Und was ihr glaubt, ist mir ja eigentlich egal. Doch wenn demnächst wieder Hartz IV TV läuft, fragt euch einfach mal: Wollt ihr wirklich vor der Glotze verdummen, anstatt rauszugehen, was zu erleben oder ein Lied mit mir zu summen? Na 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 na. Es kommt nur Müll. Es kommt nur Müll. Es kommt nur Müll.